Schau, Ivana, halt's Maul. Jetzt habe ich den Text vergessen. Ich weiß den Text nicht mehr. Okay. Okay, please. Nein. Mann, du bist so blöd. Ich mach wieder zurück. Jetzt habe ich den halben Song vergessen wegen dir. Jetzt machst du wieder komplett von vorne. Jetzt aber ruhig. Okay, ich versuche jetzt einmal richtig. Sehr leise. Ja. Okay, sorry, Anja. Komm mal vor. Ja, den machen wir noch ein. So, nee. Ich mach I gar stand. Around. Ey, Mann. Ich mach nichts. Mama. Okay. Jetzt hab ich den Text vergessen. Jetzt sehe ich den jetzt nur. Please, Mann, ich kann nicht singen wegen dir, weil du mich zum Lachen bringst. Mach nur bis zum Chorus vor. Nicht ganz vor. Wenn du, wie oft willst du noch von vorne machen? Aber ich kann nicht singen, wenn ich schon allein, wenn ich dich in meinem Handy sehe. Okay. Ich gehe aus dem Ding raus. You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door. You go and stand on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me up. Alter. Mercy, mercy on my heart. Ich hör jetzt nicht mal so auf, bitte. Ja, okay, das war's. Ich treffe die Töne nur nicht so ganz. Aber. Ja, muss man noch ein paar Jahre üben halt. Das bin ich eingesungen. Das ist das Einzige. Ja, Aber ich hoffe, Anja, ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat. Und sorry, dass es ein bisschen chaotisch ist. Meine Schwester ist nicht die hellste Kerze. Und ist okay. ja. Ich danke dir. Auf jeden Fall, Anja, mach's gut. War cool mit dir zu reden. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Spaß in Argentinien bei deinem Austausch. Ja, ich hoffe, du hast noch ein paar schöne Monate. Und ja, Ja, ciao, ciao. danke. Tschüss. Yeah. Ciao. Ciao, ciao. Okay. So, das war die liebe Anja aus Dänemark, aus Argentinien. Warum habe ich hier so eine Locke? Siehst du das? Von wo kommt die? In meinem Schatten. Okay. Ja. Danke, Hairstylist. Hi, die Leute, ich schicke einfach eine Anfrage und ich nehme einfach irgendjemanden. Werde ich hier etwas vergessen? Nein, wirst du nicht. Warum kann ich nicht mehr auf. Warum? Hä, warum dreht das einfach um? Okay, ich würde den Guest nehmen. Okay, nächster Guest. Just send me a request and I'm gonna. Nein, ich will jemanden Ja, dann such jemand aus. Okay, Ivana sucht jemand aus. Let's go. aussuchen. Oh, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Oh. Hey! Okay, wer ist das? Die Sassi. Hallo! Hallo. Hi, alles gut? Ja, ich höre dich über leise. Du hörst mich übel leise. Warum hörst du mich leise? Aus welchem? Hörst du mich hell? Hörst du mich jetzt besser? Was? Hey. Hallo, hören Sie mich besser oder? Warte, ich mach mal Kopfhörer rein. Das ist gut. Und da hast du gesehen, wo wir kommen. Warum? Bitte Wo mal? kommst du? Aus der Nähe von Stuttgart. Vielleicht Gut, ich kennst sag's du dir. mich noch. Meine Schwester hat es gerade gesagt. Dass Ich hab's an deinem Dialekt erkannt. Von wo kommst du?
Nähe Waibling oder Fellbach. Mhm. Aber ich weiß nicht. Weiß noch, beim Wasen, ich war mit meinem Dad da. Ah doch, ich weiß, wer du bist. Ja. Ah ja. Kann mich noch erinnern. Ja. Das war ein cooler Tag, da habe ich auch ein Instagram-Bild gemacht. Das waren Zeiten noch damals. Das waren Zeiten, aber es ist auch schon mega lang her, ein Jahr oder so kann es sein, oder länger. Ja. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr war es. Ja, letztes Jahr, ich glaube, Frühlingsfest oder so. Ja. Und dann habe ich dich nochmal bei deinem Dings gesehen. Achso, beim Konzert warst du auch da? Genau. Nice. Und wie fandest du das? Schön. Hey, war so ein kleiner Kreis, aber war übel geil. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Wie fandest du wie fandest du das Lied? nee, das war, glaube ich, einer der allerletzten Songs, wo wir... When You Love Someone. Genau, wo ich mit meinem Gitarrist in die Menge gegangen übel bin. Übel geil. Man hat so voll die Stimme und so. Ja, ging richtig so ins Herz rein. So. Dankeschön. Ja, das fand ich auch cool. Vor allem, was ich gut fand, dass auch jeder so zugehört hat und dass sich auch jeder benommen hat. Also, ja. Und dass auch wirklich jeder leise geblieben ist. Weil Leute, vielleicht, die es nicht wissen, ich habe bei meiner Geburtstagsshow war es so, ich habe eine normale Show und dann habe ich nochmal ein paar Zusatzsongs geschrieben, weil ich nochmal Bock hatte, auf die Bühne zu gehen. Dann bin ich für einen Song mit meinem Gitarristen ins Publikum gegangen und dann habe ich sozusagen gesagt, setzt euch alle auf den Boden, wir machen einen Kreis in der Mitte und dann gehe ich da rein und singe für euch einfach Akustik ohne irgendwas oder also ohne ein Mikrofon und so, singe ich für euch. Das heißt, jeder musste übel leise sein und es hat wirklich gut geklappt. Ja. Also ja, es war cool. Wie willst du dich mal kurz vorstellen? Ich weiß jetzt nur, dass du Sassi heißt, aber wahrscheinlich hast du Saskia, oder? Ja, also ich heiße Saskia und ich bin noch 13. Ja. War echt? Alter, sie ist viel älter. Ja. Positiv krass. Oder negativ? Das heißt, das ist dann, wenn du 30 bist, ist das ein Vorteil. Mhm. Ja. Ja. Der Moment war so emotional. Ja, das war cool. Das war wirklich ein cooles Konzert. Nee, warte, andersrum. Wenn du 30 bist, ist es ein Nachteil, weil dann denken die, du bist älter. Aber jetzt, wenn du so 16, 17 so bist, dann denken die, du bist älter, weil dann ist es gut. Ja. Was laberst du eigentlich? Hey, ja. Saskia, hast du irgendeine Frage oder willst du was sagen an den Stream? Willst du irgendwas, soll ich was machen für dich? Da sind wir ein bisschen überfordert. Ja, ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet. Keine Ahnung, wenn du was machen willst, so. Also, soll ich für dich ein Lied singen? Wie wär's da einfach, wenn ich dir eine Faust gebe? Hallo! Hm? Kennst du Mario? Ja. Hä, der vom Wasen? Ja. hab ich gesagt, Pizza. Okay, alles gut, nein. Auf keinen Fall. Soll ich was singen für dich? Ja. Das ist eigentlich so meine einzige Stärke. Gut, was willst du denn hören? Warum prägst du die Song? Ja, sorry, Mann. Schatten ohne Licht oder so? Schatten ohne Licht? Oh Gott, hat's da überhaupt ein Ding davon? Oh, ich glaube, ich kann den Text gar nicht mehr von Schatten ohne Licht, wenn ich ehrlich bin. Dann nochmal When You Love Someone, vielleicht? Ja, okay, das kann ich machen. Ja, dann hole ich aber kurz meine Gitarre einfach. Oh, dann. Let's go! Unterhalte mich mal. Voilà, deine Tattoos sind voll schön. Voll süß. Ja, aber das ist nicht so, schon noch nicht so abgehakt. Trotzdem. Egal. Wo immer. Was war das für eine Salami? Jetzt tu nicht so. Kleine oder große? Salami, oder? Ja, große. Große Salami. Hallo, für mich wird jetzt gesungen, okay. Okay, dann sing ich mal. So geil, ich singe jetzt. So geil, ich singe jetzt. Okay, ich werde jetzt einfach mit meiner Gitarre kurz Akustik When You Love Someone sing. Ich hoffe, es gefällt euch. Geh mal ein bisschen weiter zu. Nein, ich kann nicht singen. Okay.
guys don't be hanging around a bag of the school drive. I've been caught up by a teacher, she says she can even reach it cause it's so far. You've been talking with your fist, we didn't raise you up like this, now did we? Doesn't change us in his house, things you don't know about in this family. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe it's all for the best. It don't make sense, but we need to go, cause you should know. Ah, sometimes moms and dads fall out of love, sometimes too. Oh, rather than want some things you can't tell your sister, she's still too young to understand. When you love someone, when you love someone, sie ist cool, ich sing einfach weiter. There ain't no one here to blame. Nothing's gonna change with your old friends. You're almost there the same, cause you're only be away for the weekend. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe it's all for the best. It don't make sense, the way things go, son, you should know. Sometimes moms and dads full out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister cause she's still too young to understand. When you love someone, so be fast genauso wie beim Konzert. Bisschen ja, schlechter, aber unklar. Ja, ey, ich komme gerade nicht drauf klar, weil gerade passiert so voll viel so. Und du hast mich auch dann neulich erst in deinem Bild markiert. Wirklich? Ja. Ach, ich weiß, okay, wusste ich gar nicht. Ja gut, ich habe halt irgendjemanden von den Dingern genommen. Ich dachte mir so, okay, das, die ist cool. Dann habe ich das einfach markiert. Die freut mich aus wie eine Türkin. Warum sieht die Wana so hart aus wie eine Türkin? Nein, 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 ich Schwester. Anscheinend. Die sieht aus wie eine Türkin. Bauchnasenpiercing, sie hat verklemmte dabei aus wie ein Pfirsich. Leute, ich war jetzt noch aufgedreht. Okay, Saskia, wenn du nichts mehr, hast du wirklich keine Frage mehr? Lang schwarzes Haar. Ja, ich bin. Okay, dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön, dass du so ein cooler Gast warst. Ich nehme dann mal den nächsten und... Gerne. Ja, hat mich gefreut, mit dir zu reden. Und kannst ich du den Stream speichern? Ob ich den Stream speichern kann? Ja. Ja, ja, mach ich. Was hast du? Ja, und jetzt? Okay, Saskia, auf jeden Fall, ja, ich werde den Stream speichern und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Ich hoffe, du unterstützt mich noch weiterhin. Bald kommt neue Musik. Schon sehr, sehr bald, sogar noch dieses Jahr. Deshalb bleibt dran. Hab Geduld. Ich weiß, es ist eine lange Zeit nicht mehr gekommen, aber in nächster Zeit wird sehr, sehr, sehr viel auf euch zukommen. Kinofilm, neue Songs, alles Mögliche. Und ja, es freut mich auf jeden Fall. Deshalb, Saskia, mach's gut. Tschüssi. Hab mich lieb. Ciao. 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 Sweet. Okay, wir machen noch einen Gast. Wir nehmen uns schon übel Zeit für die Gäste. Ja, ist doch gut. Hey, wir haben jetzt locker 10 Minuten oder so gemacht, oder? Ja. Okay. Weißt du schon, wann die Premiere ist? Die Premiere ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber am 17. März. Ja, das wird geil. Ich freue mich schon wieder, die ganze Crew dort zu treffen vom Film. Es war mega traurig, der Abschied mit den ganzen Amsterdam. Aber ja, deshalb wird es dann... Das wird eh nicht der letzte Nieser sein. Gerade. Ja, wie gesagt, aber dafür wird dann das Wiedersehen, glaube ich, umso schöner. Was? Kannst du jetzt? Oder? Wenn ich noch so hoch runter.
Ich kann das nicht. Nein, wegen meiner Zahnspange. Wir sehen aus wie so Fische. So hobbylos sind wir. What the fuck? Okay. Alter, ich habe es gerade eben erst gesehen. Ich war gerade auf dem Chat gedings. Wo wird die Premiere sein? Ich glaube in Köln. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Okay, ich nehme noch einen Guest. Leute, danach. Mach mit Augen zu. Drück einfach. Okay, ich gehe jetzt mit Augen zu. Was ich ganz kurz, was ich sagen wollte, nach dem Stream, also ich nehme jetzt noch einen Guest und dann reden wir kurz und dann kann ich euch gerne nochmal ein Lied vorsingen. Also für diejenige, die reinkommt. Oder der, ich weiß es ja nicht. Und nach dem Stream werde ich dann durch meine DMs gehen. Dann werde ich ganz viel von euch auf DM antworten für so, was weiß ich, 20 Minuten oder so. Je nachdem. Also tut mir danach ruhig schreiben, weil ganz viele von euch denken immer, ich schreibe euch nicht zurück, aber in Wirklichkeit sehe ich mehr, als ihr denkt. Ich sehe ungelogen safe 60-70% meiner DM-Nachrichten. Klar. Und die meisten, ich sehe auch sehr, sehr viele Nachrichten, wo ihr dann schreibt, ich weiß, du wirst diese Nachricht eh nicht lesen. Und dann denke ich mir so, soll ich reingehen oder nicht? Aber meistens gehe ich dann eh rein. Also ja, schreibt mir einfach. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich eure Nachricht wahrscheinlich lesen werde. Okay, bester Freund, Mann. Okay, danke. Ich nehme jetzt jemanden Guest. Danke, Habibo. Ich gehe mit Augen zu. Ivana sagt Stopp. Stopp. Ich nehme sie. Luxemburg nach Berlin. Luxemburg. 361 FFM. Okay, Luxemburg. Gib mir Polizei. Das kam gestern im Club gehen. Ja, ich hab's gesehen in deinem Snap. Die waren aber gestern feiern, die Bilder. Okay, warte, ich gebe noch 5 Sekunden. 1, 2, 5, 4. Es tut mir leid, Luxemburg. Was hat sie für Störungen? Okay, nochmal. Sag. Stopp. Jetzt. Alter! Komm, Carmen. Komm rein. Komm. Schon Carmen, sweet. Hallo. Achso, sie heißt doch Carmen. Hallo. Hallo. Alles gut? Hallo. Willst du dich vorstellen? Ja. Also, ich heiße Carmen und bin aus Österreich, also aus Kärnten. Aus Kärnten. Grüezi. Ah nein, das ist Schweiz. Was gesagt? Sprecht ihr auch so Dialekt? Also, ja. Ich spreche Dialekt eigentlich. So Österreich-Dialekt meinst du? Ich liebe dich auch. Bananenverkäufer. wir reden normalerweise halt, wenn wir privat sind, reden Schwäbisch. Wir halt. Ja, Schwäbisch. Vielleicht nicht so krass, aber halt schon. Also ich rede eigentlich schon krass Schwäbisch. 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 Und du redest halt Österreichisch. Österreichisch. Also Österreichisch, das erkennt man einfach von 5 Kilometern. Ich war vor 2 Tagen oder 3 Tagen am Flughafen, da war neben mir ein Typ, der telefoniert hat. Ich wusste direkt, 2 Sekunden habe ich ihn gehört, ich wusste direkt Österreicher. Warum? Sag mal irgendwas auf Österreichisch. So, hallo, wie geht's dir? Ich heiße Carmen und bin voll cool. Also, hallo, wie geht's euch? Ich bin die Carmen. Wie geht's euch? So. Oder warst du auch auf Österreich? Weil bist du deppert? Ich steppert. Steppert. Also ich habe eine Frage. Achso, ja, klar, gerne, frag. Also ich war letztes Jahr Plus City, also in Linz, bei, wie heißt das, Internet Stars oder so? Ja, genau, Internet Stars. Und ich wollte fragen, ob du da auch wieder mal bist, nächstes Jahr oder so. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Klar, wenn ich vom Veranstalter angeschrieben werde, sozusagen, dass sie Lust hätten, mich dabei zu haben, wäre es bestimmt eine Überlegung wert. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich es weiß, dann werde ich es auf jeden Fall
Dann wird es auf jeden Fall bekannt geben. Weil Österreich war schon cool. Vor allem, ich war ja schon mal in Linz, in der Plus City, da bei den Internetstars. Warst du da auch schon da? Ich glaube, es war Nee, ich war nur letztes Jahr. Weil beim allerersten Mal war, also da war es richtig krass. Ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, weil da war ich auch noch nicht da oder auch nicht mehr da. Aber ja, wäre bestimmt mal wieder cool. Mhm. War das die Frage? Hast du noch eine Frage? Ja, also wie schaut es jetzt eigentlich mit der Tour aus? Mit meiner Tour? Das Ding ist ja, die Tour wurde bei mir auf unbestimmte Zeit verschoben, weil ich in letzter Zeit, war ich ziemlich viel im Studio. Ich habe ja gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du den Stream schon ein bisschen schaust, aber ich habe gerade davor zum Gast gesagt, dass wieder Musik kommen wird und wir haben wirklich viele, oder ich habe wirklich viele Songs geschrieben, ich war auch im Studio und ich werde jetzt in nächster Zeit, ich glaube sogar noch diesen Monat, werde ich noch ins Studio gehen und auf jeden Fall nochmal 2 oder 3 Songs aufnehmen. Und eigene. Und dieses Jahr werden auf jeden Fall, ich glaube, mindestens noch 1 Song rauskommen. Kenne ich die Lieder? Ich weiß nicht, vielleicht. Und es kam halt viel Planung in den Weg. Dann der Kinofilm, das war mega, mega viel Aufwand. Da musste ich halt auch ein paar Mal wirklich hin und her gehen. Und halt ein paar auch private Dinge, die dazwischen gekommen sind. Deshalb wurde die Tour auf unbestimmte Zeit verschoben. Es kann sein, dass die Anfang nächstes Jahr gemacht wird, aber kann auch nicht sein. Deshalb, ich habe keine festen Daten. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich da wieder was wissen sollte, dann werde ich es auf jeden Fall schreiben. Und es tut mir natürlich leid für die ganzen, die sich Tickets gekauft haben, weil ich habe mich genauso sehr darauf gefreut wie ihr. Faxi, sie hat sich verpisst. Hört sie mich noch? Oder ist sie weg, Leute? Auch nein, das war's dann mal wieder. Komplett. Hallo? Ist noch da? Hi. Ist noch da? Okay, alles ja, gut. Ich bin nicht da. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich genauso sehr gefreut wie ihr, für alle, die sich Karten gekauft haben, aber ja, ich muss jetzt mal schauen, wie es dann läuft. Ja. Carmen, so. Oh no. Carmen isn't liking me anymore. Ach, kacke. Warte. Hallo? Ja. Ach so. Ruft dich jemand an, oder was? Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Okay, Carmen, soll ich dir ein Lied vorsingen, oder hast du irgendeinen Liedwunsch? Ja, ich nicht. Sehr cool. Ja. Kannst du Stay singen? Stay? Auch Stay mit der Gitarre. Stay von Rihanna oder von ihr? Also von dir. Natürlich von dir. Oder soll ich? Weil du hast ja auch die Instrumente auf jeden Fall. Ja, dann mach. Mario. Ja? Mario. Kommst du mal nach Österreich? Bestimmt in nächster Zeit. Ich weiß noch nicht, aber... Achso, ich weiß nicht. Aber ich bin, wenn ich in Österreich bin, bin ich ziemlich oft in Salzburg. Okay. Ich weiß nicht, das in deiner Nähe? Naja, eher nicht. Okay, nimm mal die Gitarre, Ivan. Mach mal von vorne. Okay, dann werde ich mal Stay singen. I know you're strong enough, but you don't need to act so tough. 'Cause a waterfall can be beautiful. It's all right up. Can I? Ich weiß, Dream Quality. My dear, but when you're ready, I'm here. But your lips say you want me to go, and your hands try to push me away. But the tears in your eyes and a broken down smile tell me you want me to stay. I remember how you would shine
And I wanna bring you back to that time. If the stars above, they start giving up, no, they won't shine bright. Can I, darling, can I be your light? Your lips say you want me to go, and your hands try to push me away. But the tears in your eyes and a broken smile tell me you want me to stay. Oh, 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 your heart is heavy, my dear. But when you're ready, I'm here. But your lips say you want me to go, and your hands try to push me away. But the tears in your eyes and a broken down smile tell me you want me to stay. Oh, your lips say you want me to go, and your hands try to push me away. Every tear you let fall, darling, I'll catch more. Tell me you want me to stay. Danke schön. Mega. War das schon eine tolle Stimme. Ja, das war das ganze Lied. Waking up the sound of your voice, didn't know when you went in, whoa. You came crashing to my world like. Machst du doch. Ja, es sind immer die Lieder. Ja, einfach nur Melodie, genau. Okay. Mario. Okay, Carmen. Ich hoffe, hat sie gefallen? Ja, mega, danke schön. Oh, ich höre dich gerade mega leise. Es hat mir mega gefallen, danke. Ach so, ja, sie ist gerade mega leise, aber ich habe es verstanden. Es freut mich. Auf jeden Fall, Carmen, wenn du keine Frage mehr hast. Kannst du noch jemanden gesagt? Grüßen? Was? Ob ich jemanden grüßen kann? Ich höre dich wirklich mega leise. Wen soll ich grüßen? Die Esther. Esra? Hallo, Esther. Esra. Du kennst dich sogar. Mach mal kurz aus, das Ding, ich höre gar nichts. Mach mal komplett aus. Mach oben doch den Scheißknopf, Mann. Okay, wen nochmal? Die Esther. Warum machst du sie jetzt wieder an? Ja, die sind leise. Bist du deppert? So, also hörst du mich jetzt? Ich höre dich ein bisschen. Nochmal? Esther, also die Esther sollst du grüßen. Du die kennst Esther? Sie sogar. Ja. Esther, du hast mal von ihr, also sie hat ein Bild von dir gemalt und du hast in deiner Story repostet. Ach so, es kann, oh, ich weiß gar nicht mehr, aber ich kann mich daran erinnern. Ja, aber ich kann, das ich, war, ich, ja, ich war weiß nicht mehr. Das war eine Acrylmalerei. Soll ich sie einfach, ich hatte es mega leise, sag nochmal. Das war eine Acrylmalerei, die sie von dir gemalt hat. Ja, red ein bisschen leid. Die war schwarz-weiß. So. Ach so. Weißt du? Das kann sein. Soll ich sie grüßen? Ja. Jo, was geht, liebe Esther? Ich bin's, Mario Novembre. Auf jeden Fall, ich wollte dich grüßen und danke schön nochmal für dein cooles Bild. Du bist sehr, sehr, sehr begabt. Bleib dran. Vielleicht wird aus dir nochmal eine, vor allem nochmal, vielleicht wird aus dir eine ganz, ganz große Künstlerin. Und ich habe dich auf jeden Fall ganz doll lieb. Oh. So? Okay. Dankeschön. Auf jeden Fall, Ivan und ich, wir verabschieden uns jetzt zusammen mit dir. Zeigen vielleicht auch. Achso, ja, I'm sorry. Wir beenden jetzt den Stream zusammen mit Carmen. Haut rein, Leute. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Freitag oder Samstag wieder. Dankeschön fürs Einschalten. I love you guys so much. Und ich gehe jetzt. I love you. Was? Ja, ciao. Was noch? Hattest du noch eine Frage? Weil ich höre dich nicht. Nee. Alles ist achso, okay. Okay, gut, weil jetzt beende ich den Stream. Auf jeden Fall, Leute, ich gehe jetzt durch meine DMs. Schreibt mir auf DM, wenn ihr Bock habt, mit mir zu schreiben. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Und auf jeden Fall, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao, Carmen. Ciao, Carmen. Tschüss. Ciao.